So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Amesin. Das Pokémon, was da war, ist irgendwie jetzt gerade nicht da. Weiß nicht warum. Pökelsalz, wir pökeln das Azurill. Da ist es. Was bist du? Das erinnert mich irgendwie an so ein Manticore aus One Piece. Mobtiff. Ich schmeiß einfach mal ein Bällchen und guck, ob es drin bleibt. Könnte auch Homer Simpson sein mit dem Bart. Nee, Mobtiff will nicht. Ist Mobtiff ein Feuer-Pokémon? Ich will's nicht killen. Das ist mein Problem. Will ich nicht. Versuchen wir es mit dem Superball. Ich hoffe, ihr habt mir was zu den Haarfarben geschrieben. Ich habe es noch nicht gesehen, weil das ist jetzt... Ich nehme ein bisschen was im Voraus auf, weil ich ein bisschen was zu tun habe, gerade auch wegen Weihnachten und dem Jahresrückblick. Mobtiff, das Halbstark-Pokémon vom Typ Unlicht. Es blickt stets finster drein, um von anderen ernst genommen zu werden, doch selbst weinende Kinder fangen bei seinem Anblick an zu lachen. Oh nein! So, was sagte meine Namensliste? Wir haben noch Phoenix, Oscar, Bernd, Uschi, Schnarchbär. Das finde ich eigentlich gut. Das finde ich gut. Schnarchbär finde ich super. Aber ab in die Box mit dir. So, das sammeln wir ein. Der gute Zero hat mir einen Tipp gegeben. Ich solle nochmal zum Leuchtturm zurückkehren. Ich weiß, Leibo. Oh. Ein Kamehaps. Eigentlich will ich das auch fangen, direkt. Ist halt so, ich will alle Pokémon haben. Ich soll nochmal zum Leuchtturm gehen. Und Leibo, du warst nicht so zufrieden. Also die Meinungen unterscheiden sich, ob es gut ist, dass ich so viel erkunde oder nicht. Was legitim ist. Also jeder darf seine Meinung haben. So, Kamehaps, das Schnapp-Pokémon. Jupp. Vom Typ Wasser, 0,3 Meter groß, 8,5 Kilogramm schwer und juckt sein noch im Wachstum befindlicher großer Vorderzahn, schnappt es nach dem Horn seines Artgenossen und tobt mit diesem herum. Okay. Namensliste sagt, es heißt Oscar. Ist weiblich. Dann ist die Uschi. Leibo, ich weiß, du hast sehr viele Namen reingeschrieben und da bin ich dir auch dankbar für. Weil Bisa sehr an Namen spart. Das hat auch... Also ja, ist klar, es ist eine Weiterentwicklung. Das kennen wir ja schon. Was bin ich denn jetzt reingerannt? Ach, die sieht man so schlecht. Vögel es. Ich hoffe ja, dass unser Gierspenst bald ein bisschen besser wird. Jetzt würde ich aber tatsächlich nochmal Zeros Rat befolgen. Ich habe die ganze andere Seite hier drüben noch. Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Und soll nochmal zum Leuchtturm. Nee, ich möchte da nicht hinfliegen. Warte mal. Wartet mal. Am Leuchtturm gab es kein Pokémon Center.
will erst zum Pokémon Center und von da aus will ich mich noch ein bisschen umgucken. Weil er hat gemeint, hier könnte es noch Pokémon geben, die ich nicht gesehen habe. Und wenn er das sagt, dann gucken wir doch einfach mal. Vielleicht finden wir ja noch was. Ich weiß, es ist doof, dass ich so viel herumfahre und mir Sachen angucke. Aber es ist halt auch alles interessant, ne? Ich frage mich auch, ob Gierspenst irgendwann wieder was kann. Oder überhaupt mal was kann. So, südliche Zone 1. Hier haben wir uns damals nicht so gut umgeguckt. Dementsprechend können wir hier ruhig noch mal ein bisschen schauen. Ach, du bist nur so ein Schwein. Wobei ich immer noch meine Schwabbel rauszutun war vielleicht ein Fehler. Und da ist Gabi. Und hier ist ein Purme. Na gut, Tackle. Ich krieg hier gerade die Nachricht von meinen Teamkollegen, dass einfach bei denen das, was ich gemacht habe, meine Projektarbeit nicht funktioniert hat, aber offenbar nicht durch mein Verschulden. Und das ist der wichtige Teil, Schutzschild. Das ist ein Raid, das brauche ich nicht raiden. War ich hier jemals? Wo zum Henker bin ich hier? Oh, eine Flamingo! Ein Flamingkno. Ach, weil es einen Knoten hat. I see what you did there. I see what you did there. Es ist aber interessant. Ich möchte es schwächen und ich möchte es fangen. Es imitiert jetzt wahrscheinlich meine Tackle-Attacke, was für mich super ist. Weil das darf es ruhig tun. Weil Tackle ist ja auf mich überhaupt nicht effektiv. Also, funktioniert de facto gar nicht. So, Flamingkno, das Synchron-Pokémon vom Typ Flugkampf, 1,6 Meter groß, 37,0 Kilogramm schwer und dieses Pokémon verknotet offenbar seinen Hals am Ansatz, damit die am Bauch gespeicherte Energie nicht über den Schnabel entweicht. Okay, deswegen möchte ich das Doofi nennen. So wie Doflamingo in, oh, das passt komplett rein, ne? So, wie aus One Piece. So, Doflamingo ab in die Box und für uns ein neuer Eintrag im Pokédex. Ist ja noch mehr Doflamingo. Was? Nee, du bist ein Entron. Ich dachte gerade, das wäre was anderes. So, Carpador. Wir haben noch kein Carpador. Ach, ein Muschas. Ah, Doflamingo. Fast.
Okay, dann fange ich mir einfach nur einen Carpador. Zumindest das will ich haben. Da schwitzt irgendwas unter Wasser. Das ist irgendwie komisch. So. Und Fische, die ich fange, der erste Fisch, den ich fange, das ist immer der total tolle Fisch. Carpador, das Fisch-Pokémon. Vom Typ Wasser, 0,9 Meter groß und 10 Kilogramm schwer und ein schwaches und jämmerliches Pokémon. Manchmal gelingen ihm hohe Sprünge, aber über 2 Meter kommt es kaum hinaus. Ach, Carpador. Toller Fisch. TT-Fisch. Weil total toller Fisch passt nicht rein. So, TT-Fisch ab in die Box. Wenn wir dich eines Tages entwickeln, wirst du hoffentlich gut. Und Laivo. Auch ich muss dich an der Stelle mal trösten. Auch wenn ich viel durch die Gegend renne und nicht so viel Progress mache, wir sehen trotzdem jeden Tag etwas Neues. Also zumindest das sollte ein kleiner Trost sein. Ah, hier hinten sind noch Ruinen. Und ein Grabpilz. Und hier ist ein Bierspenst in der normalen Form. Es gibt uns wahrscheinlich wieder so eine, ja. Hier spendest Münze. Ne, ich will das Pokémon da. Ich meine, ich habe doch auch ein Gierspenst, aber ne. Das normale Gierspenst kann ich nicht mitnehmen. Traumatus habe ich schon. Traumatus brauche ich keine. Ein Fußstrahl und ein weiteres Gierspenst. Braucht es was Besonderes, um einen Gierspenst in seiner normalen Form zu fangen? Muss man da irgendwas für haben? Ich bekomme dieses komische Tor nicht aus dem Kopf. Vielleicht lenkt mich das ja ab. Was für ein komisches Tor. Ist hier ein Herrscher-Pokémon in der Nähe? Oh, guck mal. Haben wir das Grüne schon? Ich weiß nicht, ob wir das Grüne schon haben. Was für ein Level hat das denn? Sieben. Ha. Deckle so. Machen wir alle. War nicht wirklich gut. Aber man könnte es fast als Kampf bezeichnen. Also, aber nur fast. Also weiter würde ich dabei nicht gehen. Aber immerhin, Mimic wird langsam stärker. Irgendwann ist es vielleicht sogar ein Pokémon. Ich hoffe echt, das hat eine Weiterentwicklung. Weil wenn nicht, dann trainiere ich das gerade völlig umsonst. Ich meine, ich habe hier Mario auch nur noch drin, weil ich wissen will, ob es eine Weiterentwicklung hat. Auf ein Level, das dann vielleicht wieder cool aussieht. Ich würde wirklich gerne wissen, hä, wie bitte, was, ich habe verloren? Was würdest du gerne wissen? Von was für einem Tor redest du? Weil der Letzte, der sowas gesagt hat, der sprach halt über ein Herrscher-Pokémon. Oh, das Tor.
Ehrlich gesagt will ich damit gerade nicht kämpfen. Es dauert mir zu lange mit Mimic. Ich kann gern Mimic auf so eine Gruppe loslassen. Auf dem Schrein ist etwas kaum Leserliches eingraviert. An diesem Ort wurden die Unheilstafeln versiegelt. Okay. Eventuell hat Zero mich nicht wegen der Pokémon hierher geschickt. Was sind Unheilstafeln und warum wurden sie versiegelt? Und ist es sicher, wenn ich hier rüberspringe? Naja, wir haben einen Flamingo. Das muss ihr. Ist egal. Das muss irgendwie schon mal als Interaktion reichen. Ich finde das wirklich cool, dass wir das haben. Enton down, ja. Okay, ich weiß aber von einem Pokémon, wo er gesagt hat, das hat er noch gefunden. Da ist allerdings die Frage, ob das bei mir auch findbar ist, weil er hat die andere Edition. Daher weiß ich auch von ihm, dass es bei zwischen ihm und mir massive Unterschiede gibt. Warum bist du eigentlich golden? Nämlich das, wir haben ja die ganzen Urzeitviecher, von denen immer die Rede ist. Und bei ihm sind das Viecher... Oh. Wieder so Pokémon, die man nicht sieht. Bei ihm sind das die Viecher aus der Zukunft. Das finde ich ganz interessant. Und da bin ich auch froh, dass ich diese Edition hier genommen habe. Weil ich muss sagen, ich bin großer Urzeit-Fan. Also ich mag auch Dinos. Mein Lieblingsdinosaurier ist der... hier, Spinosaurus aegypticeus. Und ja. Ich mag Dinos. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir die Edition haben, die sich mit der Vergangenheit beschäftigt. Das finde ich toll. Neun Erfahrungspunkte pro Datiri. Ja, da muss es eine Weile kämpfen, bis es da irgendwas erreicht hat mit... Hier waren die Entrons. Okay, wir sind aber nicht komplett bis zurück zum Turm gegangen. Gab es am Turm denn noch irgendetwas, was wir bisher übersehen hatten? Gut, theoretisch kann ich hier runter, ne? Ah, das ist wieder die südliche Zone 1. Okay. Aber gucken kann man ja mal. Ah, das ist... Was ist da vorne? Bewegt sich auf jeden Fall. Okay, ich konnte... So ein Dick da? Ist ein Schlick da? Dann sehe ich auf jeden Fall einen Barracuda. Okay, was genau ist ein Schlickter? Schlickter, das Meeresaal-Pokémon vom Typ Wasser. 1,2 Meter groß und 1,8 Kilogramm schwer. Es kann den Geruch eines Agilusa auf 20 Meter Entfernung wahrnehmen und versteckt sich daraufhin flugs im Sand. Wie heißt das Vieh aus Monster Hunter?
Das auch so weiß und länglich ist. Das keinen Sound hat. Wartet mal. Das muss ich kurz nachgucken. Ich möchte es danach benennen. So. Das ist ein habe ich's. Ich habe hier so eine Liste mit allen Monstern, deswegen ein Kesu. Ich möchte das Kesu nennen. Okay, hier gibt's ganz, ganz viele Schlichter. Ich habe ihn auch noch nicht. Haben die Schlichter da hinten Cavador gefangen? Das ist aber gemein. Glückwunsch, wir haben Wingull gefangen. Dafür habe ich auch keinen Namen. Entsprechend gucke ich in die Liste. Bernd. Egal, ob es weiblich ist, es ist Bernd. Das ist als Seemöwen-Pokémon Wingull. Vom Typ Wasserflug. Größe kann ich gerade nicht lesen. 9,5 Kilogramm schwer. Und das nutzt Aufbinde, um wie ein Segelflugzeug hoch oben in den Lüften zu schweben. Und es trägt dabei sein Futter in seinem Schnabel umher. Und jetzt heißt es Bernd. Ah, 0,6 Meter ist es groß. So, und was glaubt ihr eigentlich, was ihr hier hinten mit dem armen Carpador macht? Ach, das greift's nicht an. Weil wir zu weit, zu nah dran sind. Marit kaputt. Okay, ist egal. Ein Schlickter, ich glaube, es geht los. Wie viele Pokémon uns hier entgangen sind. Mimik, ich erwarte, dass du irgendwann mal ein anständiges Pokémon wirst. Bin schon gespannt, wenn wir schwimmen können. So, haben wir sie jetzt alle? Alle, die wir kriegen können, ich glaube. Ist in der Richtung noch irgendwas? Ne, da geht's noch hoch. Wir können aber nicht an Wänden klettern, aber hier sind noch Items, die ich nicht mitgenommen habe. Ist das ein Trassler? Steht hier einfach mal ein Trassler in der Gegend rum. So, es ist noch ein Spitzname übrig, das wird Schneechen. Auch wenn es kein Eis-Pokémon ist. Ich habe vergessen, den Text vorzulesen, egal. Bin zu fasziniert, was wir hier alles für Pokémon übersehen haben.
Trasseler, das Gefühls-Pokémon. Psychofee. Mit den roten Hörnern auf seinem Kopf kann es die Gefühle von Menschen genau erspüren. Ich glaube, jetzt langsam haben wir alle. Ja, und nicht mehr so viele Plätze frei. So, da sind Fluffeluff. Fluffeluff habe ich schon, ne? So viel, wie die hier rumstehen müsste. Wollte eigentlich in die Box. Aber ich speichere auch gerne. Mal kurz gucken. Fluffeluff, ja. Droiluff, Hammer. Auch nochmal heilen. Und dann gucke ich nochmal auf der anderen Seite, ob wir da auch noch was übersehen haben. Ich meine, wir haben ja freies Erkunden, heißt, wir können hier ja die ganze Welt einfach bereisen und schauen, was wir so alles finden. Dementsprechend lasst ihr mir jetzt erstmal einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Pokémon Karmesin. Bis dann, euer Wolf.